Die Einwohner der Gemeinde Sylt waren am Sonntag zur Wahl ihres neuen Bürgermeisters aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war dann allerdings mit rund 54% am Ende doch nicht zufriedenstellend. Pünktlich um 18 Uhr schlossen die Wahllokale im großen Sitzungssaal des Westerländer Rathauses, trafen sich Bürger und die 6 Kandidaten, um gemeinsam die Stimmauszählung an einer großen Videoleinwand mitzuverfolgen. Markus Ballentin, Bernd Reinhardt, Robert Wagner, Lars Schmidt, Nicolas Heckel und Gabriele Pauli hatten sich für das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Sylt beworben. Das mediale Interesse war riesengroß. Kamerateams der großen deutschen Fernsehsender berichteten über die Wahl. Das Interesse galt vor allem Gabriele Pauli. Schon nach der Stimmauszählung der ersten Wahlbezirke zeichnete sich ab, dass Gabriele Pauli die meisten Stimmen bekommen hat, dicht gefolgt von Nicolas Heckel. Das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten ging bis zur Auszählung des 9. und letzten Wahlbezirkes. Pauli setzte sich mit 30,6% der Stimmen vor Nicolas Heckel mit 27% der Stimmen durch. Ich bedanke mich bei meinen Wählern für dieses tolle Ergebnis, dass ich in der Stichwahl sein darf und dass ich jetzt auch mit diesen rund 30% vorne liege, hat mich sehr gefreut. Und viele Sylter haben mir ihre Zustimmung in den letzten Wochen, auch Tagen, sehr deutlich signalisiert. Und es war wunderbar, diese Stimmung aufzunehmen. Und durch dieses lasse ich mich auch weitertragen, jetzt in den kommenden Wochen hinein. Es ist ja nicht mehr lang bis zum 11.01. Und ich will auch noch ein Wort zu den Mitbewerbern sagen. Wir konnten ja nicht alle vorne liegen, das ist klar, das war auch von Anfang an klar. Aber mich hat sehr, sehr beeindruckt, wie Kandidaten, die schon wussten, dass sie wahrscheinlich nie das Bürgermeisteramt erringen werden, mit so viel Einsatz dafür gerungen haben und so viel Zeit hier verbracht haben, um neue Ideen für Sylt zu entwickeln. Und es ist auf jeden Fall ein Kapital, das Sylt bekommen hat, von allen, die hier kandidiert haben. Für Pauli und Heckel geht der Wahlkampf nun in die nächste Runde. Am 11. Januar 2015 findet die Stichwahl statt. Ja, was sagen Sie zu der Wahl heute, zum Ergebnis? Ich freue mich sehr, dass ich auf Rang 2 bin. Ich freue mich auf einen fairen weiteren Wahlkampf und versuche, die Bürger zu überzeugen, dass ich der Richtige für sie bin. Aber freue mich auch darauf, erstmal jetzt Advent haben zu dürfen, Weihnachten haben zu dürfen und durchzuatmen. Wie bereiten Sie sich jetzt auf die Stichwahl vor? Ich denke, ich werde den Wahlkampf Revue passieren lassen, einmal entspannt alles durchdenken und dann so weitermachen wie bisher. Mich mehr profilieren, vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen, wer ich bin. Aber in jedem Falle mit dem Team, das ich habe, weitermachen. Weil wir haben so toll gearbeitet, das freut mich sehr. Und so machen wir auch weiter.